Hier ist wieder euer Highlight-Talk mit dem Let's Play zu Tales of Symphonia. Wir sind das letzte Mal hier in der Herberge stehen geblieben und haben jetzt eigentlich alles zusammen, dass wir das Einhorn retten können. Hoffe ich zumindest. Wenn wir das Einhorn finden würden, könnten wir Clara vielleicht retten. Ja, vielleicht. Okay, also dann los. Sie werden traurig sein, wenn Sie... haben Sie etwas gesagt, Professor? Nein, schon gut. Zerstören nicht die Hoffnung, Professor. Not much of a specimen. No. Sword, white spear. Found your way. Not too bad. Light. Blame your fate. Was habt ihr euch so gedacht, Kreaturen? Die Designs sind Halbelfen. Sind Halbelfen? Ja, zu ihnen gehören fast alle, fast ausschließlich Halbelfen. Wie kommst du darauf? Ich habe daran denken müssen, dass sie das... Na, wie können sie nur so zu schrecklichen Dingen fähig sein? Oh, stimmt ja, du bist ein Elf. Ja. Ich weiß, was du meinst. Wenn ich daran denke, dass sie zur Hälfte auch Menschen, menschlich sind, frage ich mich auch, wie sie so handeln können. Meint ihr nicht, das liegt daran, dass sie immer verfolgt wurden? Aber das liegt doch daran, dass sie uns wie Vieh behandeln. Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Bitte? Schon gut. Ah, da weiche ich dem einen aus und renne in den anderen rein, weil ich nicht sehe. Was that a bit too much? Nein, es gibt nicht so viel. Meter vom Ziel. This is gonna be a piece of cake. Spread. Demon fed light spear. All talk, no action. Kleiner Angeber. Also los, China, befiehl und dien uns darüber zu bringen. Moment, so geht das nicht. Wieso? Nur eine reine Maid kann sich dem Einhorn nähern. Lloyd, Janice und ich sind also schon mal ausgeschlossen. Ganz schön pingelig, nur mit Mädchen zu reden. Also nur Rain und... Ich bleibe hier. Colette, du musst alleine gehen. Hey, wollt ihr behaupten, ich wäre nicht qualifiziert? Qualifiziert? Ihr müsst es nicht alle gleichzeitig sagen. Dann schicken wir Colette und China. Wieso kann Professor Rain nicht gehen? Weil ich erwachsen bin. Okay, dann fange ich jetzt mit der Beschwörung an. Ich rufe dich, Jungfer der Quellen und Gewässer. Ich beschwöre dich, zeige dich und dien. Bitte, Undine, bring uns zu dem Einhorn. Wie du wünschst, zum See.
Martell? Martell? Du meinst die Göttin Martell? Nein, ich bin Colette und das hier ist... Ich bin Sheena. Nicht Martell? Wie kann das sein? Diese Präsenz, dieses Mana und diese Krankheit. Selbst in meiner Blindheit sehe ich klar, du bist Martell. Ich? Ja, ich existiere, um die erwachte Martell von ihren Krankheiten zu heilen. Du leidest unter dieser Krankheit, nicht wahr? Du kannst fühlen, dass Colette krank ist? Ja, ihr Körper hat die Kontrolle verloren. Bitte rette Colette, das Horn eines Einhorns hat die Macht, oder? Ist schon gut, ich bin in Ordnung. Colette! Der Zweck meines Lebens ist es, die Auserwählte zu sein. Es ist schon okay. Aber wir haben jemandem versprochen, dass wir ihn heilen würden. Und dieses Versprechen möchte ich halten. Ah, jetzt wird mir alles klar. Du bist die Auserwählte. Nehmt es. Aber welcher Clara habe ich versprochen, sie zu retten? Halten, Horn des Einhorns. Was ist mit dir? Unsere Hörner sind unser Leben. Mein Schicksal hat sich erfüllt. Nein! Trauert nicht um mich. Ein neues Leben wird aus mir geboren. Und wenn dieses neue Leben endet, entsteht ein weiteres Leben. Auf diese Weise leben wir weiter. Auf ewig. Geht es euch beiden gut? Sheena, weinst du? Das Einhorn hat uns sein Horn gegeben. Verstehe, dann ist das Einhorn jetzt tot. Du wusstest das? Wenn ein Einhorn sein Horn verliert, stirbt es, aber es wird ein neues Einhorn geboren. Deshalb ist das Einhorn das Symbol von Tod und Wiedergeburt. Wird ein neues Einhorn geboren? Ja, wahrscheinlich. Ich hoffe es. Das Einhorn hat uns sein Horn überlassen, obwohl es dafür sterben musste. Wir müssen sicher gehen, dass sein Tod nicht umsonst war. Ja, Colette, jetzt kriegen wir dich vielleicht wieder hin. Ja, aber noch nicht. Warum? Weil meine Reise zur Welterneuerung noch nicht abgeschlossen ist. Also verwendet es bitte für Pietro und Clara. Aber Colette, keine Sorge, sobald ich die Welt erneuert habe, werde ich es für mich benutzen, okay? Na gut. Professor, hier. Rain lernt Resurrection. Rain erhält den Titel Heilerin. Ich scheine dank des Horns einige neue Heilkräfte gewonnen zu haben. Jetzt können wir Clara retten. Nein, es wäre schwierig, sie nur mit den Heilkräften zu retten, die ich gerade gelernt habe. Was? Wir müssen eine Methode finden, wie wir diese Heilkräfte in eine andere Form bringen können. Wie sollen wir das denn anstellen? Heilkünste wurden angeblich ursprünglich in dieser Region entwickelt. Wir finden sicher ein paar Hinweise in dieser Gegend. Okay, dann schauen wir uns mal in den Städten dieser Region um. Hab noch etwas Geduld, Colette. Ich verspreche, dass wir deinen Wunsch erfüllen. Colette, bist du sicher, dass du das willst? Ich meine, dass wir das Horn des Einhorns nicht verwenden? Du hast es doch besorgt. Ja, mein Körper wird der eines Engels. Das ist alles. Aber du kannst nicht einmal mehr schlafen oder essen. Willst du etwa sagen, dass du glücklich darüber bist? Ich glaube, dass es dazu gehört, wenn man ein Engel wird. Aber es ist einfach nicht richtig. Es ist einfach nicht richtig, dass du dich auf diese Weise opferst. Es tut mir leid, Leute. Aber danke. Da weint sie vor Glück. Reinforcements, huh?
Sonic Thrust! Light! Photon! All right! Wenn es so weitergeht, ist mein Inventar bald so vollgestopft. Mattel ist eine Göttin, oder? So nennt man sie. Können Göttinnen auch krank werden? Ich vermute schon. Das ist dumm. Aber wenn man bedenkt, dass Colette ein Engel werden kann, so können Menschen und Engel doch nicht so verschieden sein. Und Engel dienen Mattel. Ich finde trotzdem, dass es seltsam ist, sich einer Gottheit mit Grippe vorzustellen. Nun ja, das ist wahr. Don't get too comfortable. Get up! Aquaman rain! Sonic double attack! Photon! Adam! Pancake time! The lagmite! Are you okay? First aid! Demon Fest Light Spear! Don't bother me! Burn! Eruption! All right. Wahrscheinlich komme ich immer noch nicht rein. Es ist abgeschlossen. Jetzt kam es aber aus beiden Richtungen auf mich zugeschossen. Pancake time! The lagmite! Light! Photon! Oh, over already? Louis! Was soll ich machen? Der Pfad nach Hima ist viel zu gefährlich. Doch die Kinder sind hungrig und warten schon auf mich. Was soll ich nur tun? Was? Ihr würdet wirklich mitkommen? Danke. Vielen Dank. Ich weiß eure Hilfe wirklich zu schätzen. Ich bin zwar so besorgt wegen des Rückwegs, aber na, wird schon werden. Was ist denn da los? Sieht aus, als gäbe es vor dem Gasthaus ein Handgemenge. Okay, es wird schwächer. Gebt ihm den Rest. Aufhören! Misch dich nicht ein, das ist unsere Beute. Clara, hör auf, wir wollen dir helfen. Bitte beruhige dich. Verdammt, lass das Monster nicht entkommen! Collect, Professor, ist alles in Ordnung? Ja. Clara hat das hier fallen gelassen. Das ist ja der Schlüssel zum Turm des Mana. Ach so, Clara hat den Turmschlüssel genommen. Hoffentlich ist sie in Sicherheit. Ja, gehen wir zum Turm des Mana und holen Boltzmanns Heilverfahren für Clara und Pietro. Schlüssel gefunden. Hey. Aber ich weiß nicht, ob der so in Sicherheit ist. Also eigentlich müssten wir auf sie treffen, wenn wir hier hochlaufen. Nein, natürlich nicht.
Ich habe zu viele Lebensmittel gekauft. Damit schaffe ich es nie im Leben bis Luin. Was mache ich denn jetzt? Begleitet ihn. Was, ihr würdet wirklich mitkommen? Danke. Ah, das sind Schnellreisemöglichkeiten. Der Schlüssel zum Turm des Mana ist immer noch im Besitz von Mana. Ohne diesen Schlüssel kann ich den Turm des Mana nicht betreten. Ich habe als Priester von Luin auf die ganze Linie versagt. Wo mag sich das Monster jetzt befinden? Zeigt es sich auch in Städten, die nicht zerstört sind? Ja, es zeigt sich überall. Das macht da keinen Unterschied. Wobei Städte bei dem Einhaus-Ding ein bisschen übertrieben ist, aber... Not much of a specimen. Work. Get him! Windblade! Light! Photon! Was that a bit... Jetzt aber zum Turm des Mana. Unaufhaltsam. Kommen wir an. Schon ist die Tür offen. Mann, was für ein Haufen Bücher. Oh, denk nur, wie viel Wissen in diesen Büchern enthalten ist. Hey, das ist ein Orakelstein. Aha. Es ist ein Siegel. Colette, würdest du wohl? Ja, Professor. Es ist nicht aufgegangen. Nein, schaut euch diese magischen Kreise an. Oh, wundervoll. Der Orakelstein hat diese Vorrichtung aktiviert. Also müssen wir irgendwas mit dieser Vorrichtung machen. Es scheint so. Sieht interessant aus. Lloyd, stell dich mal auf diesen blauen Kreis da. Was? Okay. Janice, stell dich auf diesen da. Okay. Oh, oh, wow. Wow, die Tür ist aufgegangen, Professor. Hä, was zum... Anscheinend müssen Leute auf diesen Kreisen stehen, damit die Tür aufgeht. Drei von uns müssen also hier bleiben. Das ist gefährlich, aber wir haben wohl keine Wahl. Ja, wir wollen ja auf dem Rückweg nicht vor einer verschlossenen Tür stehen. Also Leute, dann wähle drei Leute aus... Leute außer Colette aus, die hier bleiben sollen. Ich, na gut... Rain ist nicht zufällig schizophren. Tut mir leid, sie ist ein bisschen seltsam, aber sie hat ein gutes Herz. Colette, geht's dir gut? Danke, ja, mach dir keine Sorgen um mich. Okay. Ich nehme den Professor mit. Rain mitnehmen. Die Tür ist auf, okay. Die anderen wartet hier. We must be merciless. Ready? Fire! Honor us, sword splendor of thy song. Ta. Holy song! Ta. 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 Ready? Ta. Ta. Sharpness! Ta. 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 How hit ring whirlwind! Ta. 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 Barrier! Great parable! Ta. 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 Great ring whirlwind! Sharpness! Sword rain! Great parable! Beast! I was just warming up.
Eisenhelm. Hör doch einfach mal auf ein Rätsel, was uns gar nichts sagt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich hier machen soll. Das Einzige, was mir logisch erschienen war, den hier hinzustellen, aber das bringt ja scheinbar nichts. Oder kann ich jetzt die anderen holen? Let's begin the research. That was just warming up. Be careful, everyone. Honor us with the splendor of thy song. Holy song! Sharpness! Ring whirlwind! Ready? Sharpness! Thank you.
Das sparen wir uns. Holzmanns Buch gefunden. Jetzt können wir Pietro retten. Ja, wir haben ja auch das Horn des Einhorns, also müssen wir es schaffen. We must be merciless. Fierce demon fang! Sharpness of thy blessing. Honor of the splendor of thy song. Holy song! Sword rain! Up, don't get in my way! Like that? Great thrust! Ready? Sharpness! I'll help. Take! Barrier! Tiger blade! All right. Let's begin the research. I'll help. Tiger hammer. Very. Tiger thrust. Sharpness! Sword rain! Fierce demon fang! That was just warming up. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie ich das jetzt lösen soll. Don't let up! Sword rain! Fierce demon fang! Sonic thrust! Sonic thrust! Sharpness! Sorry! Light! Tiger blade! That was just warming up. Thank you.
You're gonna regret ich hab gedacht, das geht jetzt mal eben schnell. Get him! Fierce Demon, Demon Fang! Fireball! Bound your weakness! Tap, tap, tap! Tap, pretty solid double Demon Fang! Tap, tap, Photon! Tap, tap, tap! Work! Get him! Fireball! Tap, 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 tap! All right! Leute, wir müssen Pietro retten. Ja, stimmt, wir haben es versprochen. Jetzt müsste ich ihn heilen können. Gehen wir. So, das bringen wir jetzt noch zu Ende. Seid das Heilverfahren? Wir haben es gefunden. Ich werde es jetzt versuchen, okay? Oh ja, bitte. Resurrection, erwache! Wo bin ich? Er ist aufgewacht. Oh, der Göttin sei Dank. Sophia, dann habe ich es also bis nach Hima geschafft? Ja, Pietro, Sheena, sie hat dich gerettet. Ja, ich erinnere mich. Nachdem ich Luin verlassen hatte, wurde ich von den Designs überfallen. Dann hat sie... Ich danke dir. Ach, keine Ursache. Und außerdem hast du es Rain hier zu verdanken, dass du wieder gesund bist. Wenn du überhaupt jemanden danken musst, dann ihr. Ach so, vielen, vielen Dank. Jetzt kann ich die Auserwählte erwarten. Die Auserwählte? Wie meinst du das? Ich bin aus der Farm geflohen, weil ich der Auserwählten etwas mitteilen muss. Wenn du die Auserwählte sprechen willst, die steht vor dir. Was? Ach ja, stimmt, das bin ich. Du bist die Auserwählte? Ist das wahr? Oh Göttin Martell, ich danke dir, die Auserwählte, hier. Die Designs versuchen, ein sogenanntes Angelus-Projekt wiederzubeleben. Sie entwickeln außerdem eine Waffe, die sie Mana-Kanone nennen. Mana-Kanone? Du meinst... Thors Hammer aus dem alten Krieg? Ich kenne keine Einzelheiten. Sie verwenden sogenannte X-Fears in diesen finsteren Experimenten. Bitte zerstört dieses Angelus-Projekt mit der Macht der Auserwählten und rettet uns alle. Du kannst ruhig sein. Wir haben Kvar besiegt und die Gefangenen befreit. Dieses Juwel von dir hat uns sehr geholfen. Wirklich? Wir wussten, dass wir uns auf die Auserwählte verlassen können. Aber ich mache mir Sorgen wegen dieser Mana-Kanone. Ja, aber wir kommen nicht weiter, wenn wir uns hier den Kopf darüber zerbrechen. Können wir mit diesem Heilverfahren auch Clara retten? Ja, ich bin sicher, dass wir die arme Frau retten können, wenn wir die Zeit dazu haben. Wer ist Clara? Ich danke euch, aber meinetwegen... Ist Luin. Ich möchte mein neues Leben dazu nutzen, Luin wieder aufzubauen. Löblich. Ich möchte mich für mein Verhalten entschuldigen. Ich hatte keine Ahnung, dass ihr die Gruppe der Auserwählten seid. Die Auserwählte ist noch wunderbarer, als ich dachte. Ja, ist sie. Sie ist fantastisch. Denn sie ist die Auserwählte. Aber ich muss hier einen Cut setzen. Wir sind schon wieder ein paar Minuten drüber. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dass ihr wieder reinschaltet, wenn es wieder heißt, Alai Tok spielt Tales of. Lasst einen Daumen hoch da und Dankeschön. Ciao.